Moin Leute, hier drüber, das ist nämlich im Surtag. Ich gehe nochmal schnell hin und schaue, was er dabei hat. Er steht hier im Riff. Der Weg dahin ist sehr kurz und das ist sehr schön. Und ja, mal gucken, was er dabei hat. So, Es ist mein Wille, mit dir zu sprechen. okay. So, exotische Ausrüstung. Als erstes hier ein Vermächtnisengramm. Und zwar Beinrüstung. Kostet 29 seltsame Münzen, würde ich nicht nehmen. Wie gesagt, nehmt immer drei Münzen, probiert damit euer Glück und dann habt ihr vielleicht auch anderen Loot und besseren Loot. Dann hier einmal das Glashaus, Helm für den Titan. Alles ist erleuchtet. Jo, hier haben wir dann einmal in Licht getaucht, verlängert die Dauer von Segen des Lichts und Waffen des Lichts. Dann haben wir hier einmal Intellekt erhöhen und dann Disziplin erhöhen. Hier haben wir Kehrschatten, dann haben wir hier einmal Schwerstarbeit und zum Schluss haben wir hier Kräftigung. Also alles, was fehlt, ne, was noch in der Sammlung nicht da ist, könnt ihr natürlich jetzt ziehen. Und der Helm, wie gesagt, ist eigentlich ganz okay mit Segen des Lichts und Waffen des Lichts, kann man ganz gut gebrauchen. So, hier haben wir noch Amakaras Rückgrat, Panzerhandschuhe für den Jäger, reich mir deine Hand, Träger, lass mich dir helfen, die Welt mit Zorn zu erfüllen. Okay. Da haben wir nämlich einmal hier, es werde Licht, Lichtsensormin, Granate hält länger an und du bekommst zusätzlich Lichtsensormin, Granatenaufladung. Also für PvP gut geeignet, für PvE nicht so. Da haben wir einmal Intellekt und Disziplin, was erhöht wird, dann haben wir hier einmal Fastball. Dann hier Bewegungsübertragung, dann haben wir hier einmal Scope-Gewehr-Nachlader und zum Schluss hier noch Raketenwerfer-Nachlader. Also an sich ganz gut. Wie gesagt, wenn die fehlen, auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe sie so oder so schon, aber ja, nutze sie eigentlich nicht. Ich nehme komplett meine Eisenbahner-Ausrüstung im Moment. Dann haben wir hier Sternenfeuer-Protokoll, Bruchschutz. Vor 13,4 Milliarden Jahren entstanden die ersten Sterne aus der Dunkelheit und säten die Zukunft alles Lebens. Okay. Dann hier haben wir hier Sternenfeuerprotokoll, erhalte eine zusätzliche Fusionsgranate, dann haben wir hier einmal Intellekt und Disziplin, was erhöht wird, dann haben wir hier Spezialmunition, dann haben wir hier einmal schwere Munition, dann haben wir hier Arkus und Flammenverteidigung und dann haben wir hier Solarrüstung. Hört sich eigentlich schon mal alles ganz gut an. So, zur Waffe jetzt Falkenmond, war auch schon lange nicht mehr. Auf jeden Fall mitnehmen, wenn jemandem fehlt. Jage deine Beute und ramme deine Klauen in die Dunkelheit. Genau, so, kinetischen Schaden. Verbesserte Ballistik haben wir einmal Feldschock, dann haben wir einmal aggressive Ballistik, dann haben wir hier Roulette, ein zufälliges Geschoss im Magazin verursacht zu beträchtlichem Bonusschaden, dann haben wir einmal Hammer, Geschmiede, verbesserte Reichweite und Präzision, dann haben wir einmal fixer Zug, dann, ja gut, kann auch wohl lösen, ne? Diese Waffe kann unglaublich schnell gezogen werden, dann haben wir hier Schnellnachladung, lade diese Waffe schnell nach und zum Schluss hier Doppelass. Zwei zusätzliche zufällig gewählte Kugeln in deinem Magazin verursachen beträchtlichen Bonusschaden, also gut für PvP. So, dann haben wir einmal die einzelnen Ornamente. Einmal AAS. Sieht dann so aus. Oh, nicht so geil, finde ich. Da finde ich die normale so schöner. Und das andere hier ist Glanz des Mondes. Das ist schon ganz okay. Aber normal finde ich trotzdem irgendwie besser. Aber das sind die beiden Ornamente, die man sich noch dazu holen kann. So, da haben wir hier einmal noch die Waffenpakete, die wichtig sind, finde ich. So, da haben wir Nieder-Multi-Werkzeug mit dem Ornament Spezialeinheit, kostet seltsame Münzen 30 und Silberstoff 25. Als zweites Waffenpaket haben wir hier einmal die Wahrheit Raketenwerfer mit dem Ornament Herz aus Gold und hier einmal noch seltsame Münzen an Kosten 30 und Silberstoff 25, genau gleich. Raritäten haben wir einmal Plasmaantrieb, dann einmal Smaragdschwule, kann nicht mehr reden, er wird müde, alle Frühschicht, ist halt so. Schwere Munitionssynthese hier noch, dann haben wir hier einmal Schwere Munitionssynthese auch nochmal schön, einmal drei Synthesen für eine Münze und hier 10 Synthesen für drei Münzen. Dann hier drei Münzen auf jeden Fall immer mitnehmen, wenn ihr noch ein Gramm erfahren wollt und dann hier zum Schluss noch Glasnadeln und Materialtausch, Lichtpartikel und natürlich exotisches Bruchstück, macht natürlich keiner. Ja, das war so heute, mehr will ich gar nicht Ja, ich sagen und bin immer zeigen, noch aber etwas ich zeige noch kurz den verunsichert. Raketenwerfer mit dem Goldornament, wenn es jemand interessiert. Das Ding habe ich nicht dabei. Habe ich das dabei? Ja, müsste ich eigentlich. So sieht es dann goldig aus. Kann man es mal einigermaßen erkennen. Oh, ne? Geht. Alles klar, mehr wollte ich nicht zeigen. Danke fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.